bereit fürs Wochenende und ihr seid bereit für Rezeptinspiration. Ich zeige euch heute wieder 5 Gerichte, die ihr vielleicht in der nächsten Woche in eurer Küche brutzeln könntet, weil Essen ist immer gut, deswegen fangen wir auch jetzt an. Bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Sehr quick und sehr easy. Eine Süßkartoffelpizza ist angesagt. Ich finde, Pizza ist das optimale Rezept für den Alltag, weil man kann den Teig entweder am Vorabend zubereiten oder man kann ihn am Morgen zubereiten oder man verwendet vielleicht auch einen gekauften Pizzateig. Je nachdem, was man gerne möchte und je nachdem, was man gerade schafft. Ein Grundrezept für den Pizzateig habe ich euch auch mal in der Infobox verlinkt, weil ich finde, ein guter Grundteig, der gut funktioniert, das ist doch bei Pizza schon irgendwie die halbe Miete. Kinder essen ja oft am liebsten Pizza Margarita, aber diese hier ist super für die ganze Familie. Die Süßkartoffeln sind herrlich mild und leicht süßlich und ich finde, das ist auch mal ein ganz anderer Belag. Probiert's einfach mal aus und schmeckt es sehr lecker. Ein kurzes, knackiges Essen für den Wochenanfang. Und wer total Lust auf Nudeln hat, das auch öfter hat und sagt, es muss einfach mal Abwechslung her. Diese Zucchini-Spaghetti mag ich persönlich super gerne mit einer orangen Currysoße. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes und ich finde es immer auch spannend, neue Sachen zu probieren. Zucchini-Spaghetti gehören bei mir eigentlich sehr fest auf dem Speiseplan. Meine Kinder finden das auch cool, kommt auf die Soße drauf an. Meine Kinder essen das am liebsten mit einer Pesto-Soße. Und Zucchini-Spaghetti funktionieren gerade im Alltag super. Es geht super schnell, es ist super easy. Und man kann das mit verschiedensten Soßen variieren. Auf jeden Fall erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Ich sehe das immer auf Instagram oder auch auf Facebook oder auf anderen Foodblogs. Echt lecker, probiert das unbedingt mal aus. Gerade im Winter sind Suppen top, um sich aufzuwärmen. Und diese Steckrüben-Kartoffelsuppe mit einem Lauch-Balsamico-Topping gehört im Winter zu meinen Lieblingen. Nicht jeder mag Steckrüben. Ihr könnt sie auch super durch Kürbis oder durch Süßkartoffel ersetzen. Aber wer Steckrübe nicht kennt, probiert es unbedingt mal aus. Die Steckrübe ist hier im Norden sehr weit verbreitet und ich bin damit aufgewachsen. Ich liebe Steckrüben, ich mag den Geschmack sehr gerne. Und gerade in der Suppe ist es mal einfach was anderes. Eine tolle kleine Mahlzeit, die uns wärmend durch den Winter bringt. Wer ist kein Fan von ganz schnellen, leckeren Gerichten, die man so nebenbei zaubern kann, die gut schmecken und die wirklich sehr schnell zubereitet sind? Diese Röstkartoffeln habe ich diesmal mit Rote Beete kombiniert und dazu einfach einen Joghurt-Dip gemacht. Aber man kann die Kartoffeln mit allen Gemüsesorten gut variieren. Das passt einfach immer alles gut zusammen. Der Joghurt-Dip, der frischt das Ganze auf und ich finde, das ist ein tolles Essen, gerade im Winter. Ob zum Mittagessen oder als Abendessen, ist einfach euch überlassen. Ich finde alles, was so gut duftet und so lecker aus dem Ofen kommt, einfach hervorragend. Und das ist auch ein Rezept, was man immer wieder machen kann, was einfach sehr leicht ist, was mit allen Gemüsesorten variierbar ist. Und wenn das bei uns auf den Tisch kommt, dann ist irgendwie jeder happy. Am Freitag läuten ja viele schon das Wochenende ein und freitags hat man immer auch irgendwie viel um die Ohren. Und ich finde, Freitag ist ein idealer Tag, um Kichererbsen-Tortillas zu machen. Kichererbsen mag ich sehr. Ob ich sie ganz lasse oder zu einem Mousse verarbeite, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich finde Wraps oder Tortillas mit Kichererbsen einfach immer eine gute Idee. Salat dazu, wer mag Gurke oder Tomate, man kann es machen, wie man will. Mensch, ich krieg gerade schon wieder Hunger. Das ist der Nachteil, wenn man so viel übers Essen plaudert. Vielleicht sind wir der Frage, was koche ich bloß heute, schon etwas näher gekommen und ihr habt schon das ein oder andere Rezept gefunden, was ihr nächste Woche zubereiten könntet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da. Und wer die letzte Folge, was bloß kochen, verpasst haben sollte, der klickt sich einfach hier rüber. Da habe ich sie euch verlinkt. Und wer möchte, der klickt sich ab 13.30 Uhr wieder rein. Da geht das nächste Video hier bereits online. Ja, so ist der My Day Friday. Ich sag bis später und tschüss.